Ranger Limited versus Ranger Wildtrak. Damit ihr wisst, welcher für euch der richtige ist, bleibt jetzt dran. Ich zeige euch die Unterschiede und wir starten direkt hier an der Front. Bereits hier vorne an der Front haben wir wesentliche Unterschiede. Beim Limited haben wir einen Chromgrill. Da werden wir später auch noch mal sehen, dass wir einige Applikationen in Chrom haben. Wir haben dann Halogen-Nebelscheinwerfer mit einer silbernen Fassung. Was dann identisch zum Wildtrak ist, sind die Bixenon-Scheinwerfer und die Parkkontrollensensoren vorne. Jetzt können wir schon erkennen, der Wildtrak hat dann die Nebelscheinwerfer nicht nur in LED, sondern auch in Anthrazit eingefasst. Und der Grill ist wesentlich sportlicher, auch in Anthrazit. Und auch beim Wildtrak zieht sich das durchs ganze Fahrzeug. Und jetzt schauen wir noch mal schnell unter die Motorhaube. Grundsätzlich haben wir beim Limited und auch bei dem Wildtrak einen 2 Liter Dieselmotor verbaut mit den Variationen 170 PS und 213 PS. Und beide Motoren erhaltet ihr dann auch mit Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe. Bei der Motorisierung gibt es also keine Unterschiede. Dafür aber bei der Bereifung. Hier beim Limited haben wir silberfarbene Alufelgen mit 17 Zoll Bereifung. Und beim Wildtrak haben wir zweifarbige gebürstete Felgen in 18 Zoll. Nun schauen wir uns die Fahrzeuge von außen an, sowie die Karosserievarianten. Hier beim Limited geht es weiter mit den Chromapplikationen. Beim Spiegel, wir haben den Luftauslass, wir haben hier an der Seite einen Limited Schriftzug in Chrom, genauso wie die Türgriffe, die Fensterrahmen sind ebenfalls in Chrom und dann haben wir einen Chrombügel hinten auf der Ladefläche. Die Heckschürze ist ebenfalls aus Chrom und auch hier haben wir nochmal einen Chrom-Schriftzug von einem Limited. Beim Wildtrak sieht es dann wieder anders aus. Hier haben wir wieder alles dunkel gehalten, also auch die Stoßstange ist in Anthrazitfarben. Wir haben hier den dunklen Schriftzug. Dann gibt es bei dem Wildtrak den Sportbügel, der dann unter anderem auch beleuchtet ist. Wir haben eine Dachreling verbaut, diese gibt es beim Limited nicht. Die Türfensterrahmen sind dunkel gehalten, genauso wie die Türgriffe und die Spiegelkappe und auch wieder der Luftauslass sind in Anthrazit. Bei den Karosserievarianten hingegen gibt es keine Unterschiede. Ihr bekommt beide Modelle in der Extrakabine und in der Doppelkabine. Wenn ihr jetzt euren Ford Ranger wollt, dann geht einfach auf ford-koegler.de/ranger. Dort könnt ihr einen von über 100 sofort verfügbaren Lagerfahrzeugen raussuchen. Wer Pickup fährt, möchte natürlich auch Ladung transportieren. Und deswegen schauen wir uns jetzt die Ladeflächen an. Den einzigen Unterschied, den wir jetzt hier hinten haben, sind die Rückleuchten. Beim Limited haben wir die hell hinterlegt, beim Wildtrak dunkel, wesentlich sportlicher. In den Ladeflächen selbst ist alles identisch. Wir haben hier die Feder in den Klappen verbaut für ein leichtes Herablassen. Wir haben die Laderaumbeschichtung. Wir haben die Standardverzurösen und zusätzlich dann auch nochmal die flexiblen Zurösen. Auf der anderen Seite haben wir dann den 12-Volt-Anschluss. Und natürlich haben wir bei beiden Modellen den Kaffeehalter und den Feierabendbierhalter. Und wenn ihr noch mehr Infos zu den Ladeflächen haben wollt, dann schaut gerne mal in das Video zum großen Ladeflächencheck rein. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, welcher von den beiden euch besser gefällt. Schreibt das einfach mal unten in die Kommentare. Kommen wir nun zu den Anhängelasten. Hier gibt es keine Unterschiede. Egal ob beim Limited oder Wildtrak, ihr habt in jeder Motor- und Karosserievariante 3,5 Tonnen Anhängelast. Jetzt wird es nochmal interessant. Wir schauen uns die Innenräume
vom Limited und dem Wildtrak an und starten hier im Limited. Hier haben wir Assistenzsysteme wie einen Tempomat, Geschwindigkeitsregelanlage, wir haben einen Spurhalteassistent, wir haben eine Verkehrszeichenerkennung, wir haben hier ein Touchdisplay mit dem Ford Sync 3, das dann auch die Rückfahrkamera beinhaltet. Dann haben wir eine Klimaanlage, die auch automatisch ist, mit Sitzheizung. Und wir haben einen zuschaltbaren Allradantrieb sowie einen Bergabfahrassistent und eine Differentialsperre. Weitere Features hier in der Innenausstattung beim Limited. Die Sitze in Lederoptik. Wir haben hier 12 Volt Anschlüsse, unter anderem auch noch USB Anschlüsse. Wir haben matt metallisch die Zierelemente. Im Armaturenbrett haben wir nochmal ein Ablagefach. Dann haben wir an der Fahrer- und Beifahrerseite Haltegriffe. Wir haben die Velour-Fußmatten und ordentlich Stauraum in den Türen. Und der Innenhimmel in dem Fahrzeug, der ist hell. Und wie das in dem Wildtrak aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. Hier im Wildtrak ist der Innenhimmel schwarz. Dieses sportliche Design ist im kompletten Innenraum wiederzufinden. Wir haben das lederüberzogene Armaturenbrett mit orangenen Nähten. Wir haben Anthrazit glänzende Zierelemente. Dann haben wir die Lederstoffkombination bei den Sitzen mit einem Schriftzug vom Wildtrak aufgenäht. Auch hier sind wieder die Zierelemente, die Zierstreifen in Orange. Und jetzt gehen wir nochmal zu den Assistenzsystemen über. Auch hier im Wildtrak haben wir die Rückfahrkamera mit verbaut. Wir haben das Ford Sync 3 mit dem Touchdisplay, die Klimaautomatik mit Sitzheizung und Frontscheibenheizung. Wir haben hier den zuschaltbaren Allradantrieb mit Differentialsperre und Bergabfahrassistent. Das Lederlenkrad ist jetzt hier abgesetzt mit orangenen Nähten. Wir haben auch hier wieder Applikationen in Anthrazit glänzend. Dann haben wir die Geschwindigkeitsregelanlage, ein Spurhalteassistent und auch wie im Limited haben wir dann hier eine Verkehrszeichenerkennung. Bevor wir jetzt zum Fazit kommen, lasst gerne mal ein Like da, abonniert unseren Kanal und schreibt unten in die Kommentare rein, welcher euch besser gefallen hat, der Limited oder der Wildtrak. Zusammengefasst habt ihr bei beiden Fahrzeugen die gleiche Motorisierungsmöglichkeit, die gleiche Anhängelast. Beim Limited habt ihr eher das elegantere Aussehen mit den Chromapplikationen im Gegensatz zum Wildtrak, der dann eher sportlicher ist mit den ganzen dunklen Anthraziten-Applikationen. Nächstes Mal könnt ihr schon gespannt sein, da stelle ich euch dann den Ranger Raptor vor. Bis dahin, macht's gut, euer Dustin.